Schlappe 8,5 Jahre, nachdem Ubisoft uns in Düsseldorf erstmals ein neues Die Siedler vorgestellt hat, ist es auch schon da. Die Siedler neue Allianzen. Aber all das Umbauen, über den Haufen werfen, neu anfangen und mehrfach verschieben hat leider nichts gebracht. Im Test zeigt der Mix aus Aufbauspiel und Echtzeitstrategie eklatante Macken und sogar technische Probleme. Dabei verströmt das neue Siedler am Anfang eigentlich erstmal den guten alten Charme. Eine schöne bunte Welt, es wuselt viel, die Gebäudemodelle sehen klasse aus. So weit, so charmant also. Dieses Video präsentieren wir euch zusammen mit TikTok, unserem Partner für Gentle Freshness. Vielen Dank an TikTok für die freundliche Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit unserem Test zu Die Siedler – Neue Allianzen. Wir breiten uns also erstmal aus und verbinden Bodenschatzvorkommen wie Kohle und Erz mit unseren Lagerhäusern. Wenn wir nah heranzoomen, können wir die Arbeiter und Träger gut beobachten, die Animationen sind schick. Arbeiter und Träger müsst ihr nicht extra einteilen, jeder Bewohner geht automatisch dahin, wo er gerade gebraucht wird. Und wer gerade arbeitslos ist, der liest Zeitungen oder macht Musik. Nur Seilhüpfen haben wir nicht gesehen. Die Karten sind zudem nicht nur schön groß, sondern auch schön gestaltet, mit vielen Höhenzügen, Engpässen und einigen besonderen Plätzen, wie diesem Questziel in der Kampagne. Gekämpft wird hier wie in einem klassischen Echtzeitstrategiespiel, also mit direkter Befehlsgewalt über die Truppen. Wir sagen den Soldaten, wo sie hin sollen und wen sie angreifen müssen. Der See links hat übrigens Heilkräfte. Hier regenerieren Truppen schneller als ohnehin schon. Das sind eigentlich gute Voraussetzungen für ein gelungenes Spiel, doch warum kommt das neue Siedler im Test trotzdem so schlecht weg? Einer der Hauptgründe ist das viel zu schnelle Ausbreiten unseres Gebiets. Wir können zwar ganz klassisch Türme an der Grenze bauen, aber Ingenieure sind schneller und besser dafür geeignet. Mit einer Handvoll Ingenieure, die zudem billig zu rekrutieren sind, vergrößern wir unser Gebiet also automatisch und sehr schnell. Klingt ja erstmal gut, allerdings geht dadurch viel Siedellust flöten. Weil für die Wege und selbst für große Bauwerke immer genug Platz da ist, müssen wir nicht mehr optimieren und puzzeln. Während wir uns früher über jede neue große Grünfläche gefreut haben, fehlen solche Glücksmomente jetzt völlig, weil das Siedeln im neuen Siedler eigentlich keine Herausforderung mehr ist. Auch im Vergleich zu späteren Serienteilen macht das schnelle Ausbreiten vieles viel zu einfach. In Siedler 7 mit seinem Sektorensystem zum Beispiel war es immer ein Meilenstein, ein neues Gebiet zu besetzen, etwa durch Warenlieferungen, Militär oder Mönche. Denn so ein neuer Sektor brachte auch neue Möglichkeiten, etwa Questgeber oder frische Rohstoffquellen. Durch das Siegpunktsystem war jeder Sektor damals wichtig, manche waren hart umkämpft, das war fordernd und dynamisch, vor allem im Multiplayer. Und jetzt? Weder in der Kampagne noch im Multiplayer erleben wir solche Meilensteine. Ressourcen sind nicht immer, aber fast immer, früh in Reichweite oder lassen sich sogar leicht selbst produzieren. Eure Bewohner stellen auch keine Ansprüche. Wohnhaus hinstellen, fertig. Wenn ihr welche nebeneinander platziert, passen ein oder zwei Bürger mehr rein. Arbeiter brauchen auch keine Werkzeuge für ihren Job, also keine Angel, Säge oder sowas. Jeder kann überall arbeiten. Bei 500 Bewohnern ist übrigens Schluss, mehr geht in Die Siedler neue Allianzen nicht. Auch die Produktion ist viel zu simpel, zum Beispiel in der Waffenschmiede. Hier stellt ihr entweder Nahkampfwaffen, Bögen oder Schilde her, benötigt aber immer nur einen Eisenbarren und einen Kohlebrocken dafür, selbst für die Bögen, die ja eigentlich aus Holz sein sollten. Umfangreichere Produktionsketten gibt's überhaupt nicht mehr. Länger als Getreidehof, Mühle, Bäckerei wird's nicht und wir hören Anno leise kichern. Ihr könnt einige Produktionsgebäude zwar mit Fisch, Beeren, Brot oder Fleisch versorgen, aber das ist meist gar nicht nötig, ihr habt ja genug Platz, Arbeiter und Rohstoffe für zwei oder drei Bauten eines Gebäudetyps. Anderes Beispiel, wie simpel Siedler geworden ist, Forsthütten säen jetzt Bäume auf ihrem Grundstück und fällen sie auch gleich wieder. Sie generieren also wie aus dem Nichts Baumstämme fürs Sägewerk und eure Holzfäller sind also höchstens zu Beginn einer Partie wichtig, aber danach schnell überflüssig. Die Bodenschatzsuche wiederum übernehmen die Ingenieure als Nebenjob. Sie buddeln nach Erz, Kohle, Gold und Diamanten sowie nach Steinen, die ihr alternativ an der Oberfläche findet. Einmal gefundene Bodenschätze sind zudem sogar unendlich, ihr müsst also kaum nach neuen Quellen suchen. Auch das Wegenetz ist mit Ingenieuren simpel verlegt. Wege kosten gar nichts, für Steinstraßen braucht ihr Steine. Auf Steinstraßen seid ihr nicht nur schneller unterwegs, hier dürfen auch Eselwagen fahren. Esel bekommt ihr über die Getreidefarm und den Bauernhof, der entweder Fleisch oder eben Esel liefert. Die Vierbeiner kommen dann zum Wagenbauer, wo sie ganz ohne weitere Ressourcen einen Wagen angehängt bekommen. Das war's auch schon.
Der große Vorteil dieser Wagen ist, dass sie auf Steinstraßen gleich 9 Waren transportieren. Allerdings nur von einem Warentyp, also passen zum Beispiel 9 Brote auf einen Karren, aber wehe, es sollen 8 Brote und eine Beere sein. Außerdem rennen auf Steinstraßen auch Träger mit einem Handkarren rum, auf den 3 identische Waren passen. Diese Karren müsst ihr überhaupt nicht bauen, die zaubern sich die Träger wie aus dem Nichts. Weil alle 3 Transportmittel offen sind, sehen wir mit einem Blick, was unsere Träger gerade transportieren. Lagerhäuser sind hingegen geschlossen, ihr müsst also ins Inventar klicken, um die Bestände zu sehen. Das war schon in Siedler 3 oder in Stronghold mit ihrem offenen bzw. transparenten Lager besser gelöst, denn da lagen alle Warenstapel sichtbar rum. Und ihr könnt den Warentransport jetzt nicht priorisieren, sondern nur Mindestbestände pro Lager festlegen. Es gibt also keine Möglichkeit, zum Beispiel Kohle bevorzugt zu transportieren. Ihr könnt auch nicht festlegen, welches Gebäude zuerst beliefert werden soll, also zum Beispiel Bretter und Steine zum Werkzeugmacher. Auch beim Bauen könnt ihr nicht priorisieren, welche Baustelle zuerst mit Brettern und Steinen beliefert und von den Ingenieuren hochgezogen werden soll. Ihr könnt Baustellen lediglich pausieren. Um hier den Bau des Getreidehofs zu beschleunigen, müssten wir umständlich alle Wohnhausbaustellen einzeln anhalten. Und falls doch mal Ressourcen wie Goldmünzen oder Diamanten knapp sind, baut ihr euch einfach einen Hafen. Über den bekommt ihr sehr schnell das fehlende Zeug herangeschafft. Und ihr werdet über den Hafen beispielsweise die überflüssige Nahrung los. Alternativ investiert ihr Beeren, Getreide und Co. in die Akademie, wo ihr in den 3 Bereichen Militär, Produktion und Verwaltung forschen könnt. Kann man machen, muss man aber nicht, denn ihr schaltet damit zwar Boni frei, etwa für bestimmte Einheiten oder Bauwerke, aber keine neuen Truppentypen oder gar Gebäude. Apropos Truppentypen. Wenn der Aufbauspielteil schon so stark vereinfacht ist, dann sind die Echtzeitschlachten doch bestimmt total anspruchsvoll, oder? Nee, sind sie leider nicht. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, diese Abwehrtürme sind viel zu mächtig. Ihr Flächenschaden hat zwar einen Cooldown, teilt aber so stark aus, dass wir mit unseren Verteidigern hinterher nur noch aufräumen müssen. Oft lässt sich eine KI-Armee auch ins Feuer unserer Türme locken und rapide dezimieren. Zweitens, beschädigte Türme und verletzte Truppen regenerieren automatisch, wenn wir sie nicht gerade kämpfen lassen. Beim nächsten Feindangriff sind also alle wieder fit. Oft reichen also 2-3 Türme an Engstellen, um euch Gegner vom Hals zu halten. In fast allen Kampagnenmissionen hörten die KI-Angriffe dann auch irgendwann schlagartig auf. Es gibt zwar auch heilende Türme und Druiden, aber da eure Truppen sowieso automatisch regenerieren, braucht ihr die nicht wirklich. Multiplayer-Partien werden so oft zum reinen Stellungskampf, weil sich jeder mit Türmen einigelt. Der dritte Grund, warum die Kämpfe so simpel sind? Feindliche Türme wie den hier können wir leicht austricksen. Einfach mit ein paar Leuten hinrennen, seinen Flächenschaden auslösen und wieder zurückziehen. Erst dann greifen wir richtig an und machen den Turm platt, während er noch wehrlos im Cooldown steckt. Bevor er wieder feuern kann, ist er meist schon zerlegt. Katapulte oder sowas gibt's im Spiel übrigens gar nicht. Und der vierte Grund, warum uns das Kampfsystem nicht überzeugt? Wenn die erste größere Armee eines KI-Gegners erstmal vernichtet ist, zum Beispiel durch eure Abwehrtürme, rüstet er kaum noch nach. Ihr könnt also beim Gegenangriff fast immer ohne jegliche Gegenwehr glatt durchmarschieren. Wenn ihr zudem ein Lagerhaus zerstört, fällt auch die Nachbarschaft in sich zusammen. In vielen Kampagnenmissionen war das Feindgebiet auch noch so gut wie leer, da standen nur arbeitslose Träger herum und haben Däumchen gedreht. Neben den 3 Standardtruppen defensiver Wächter, offensiver Krieger und Bogenschütze gibt es noch Magier und eine Spezialeinheit pro Volk, nämlich Armbrustschütze, Speerwerfer oder Berserker. Aber die 3 Standardtruppen haben uns immer völlig gereicht, da sie schnell und billig zu rekrutieren sind. Und dann ist da noch das merkwürdigste Defensivbauwerk der Siedlergeschichte, ach was, der gesamten Spielergeschichte, der Lockvogel. Diese Soldatenattrappe zieht Angreifer magisch an, sie greifen den Lockvogel-Dummy blindlings an und reagieren nicht mehr auf Befehle. Fällt ja auch auf 5 Metern Entfernung echt nicht auf, dass das wehrlose Attrappen sind. Okay, also der Aufbauteil ist so simpel, die Kämpfe sind anspruchslos, aber die Kampagne, die ist doch bestimmt toll, oder? Nein, auch nicht, denn die ist, ihr ahnt es schon, ebenfalls zu simpel. Immer wenn man denkt, dass es jetzt aber echt dramatisch wird, passiert nichts. Hier sollen wir zum Beispiel ein paar Minuten lang eine Statue verteidigen und da kommen alle 30 Sekunden gerade mal 5 Hanseln angerannt, um direkt tot umzufallen. In einer anderen Mission sollen wir Verbündete verteidigen. Doch sobald wir die ersten 3-4 kleinen Feindwellen abgewehrt haben, hören auch diese Angriffe komplett auf. Es gibt zwar jede Menge Nebenjobs wie Kanonenfutter, Banditenlager oder solche Händler hier, aber viel zu oft lohnen sich die Nebenjobs gar nicht.
In diesem Söldnerlager gibt es zum Beispiel eine Handvoll Truppen oder Waffen, die wir aber längst selber billiger und schneller produzieren. Wir haben dabei nie einen echten Meilenstein erlebt, keine spannende Nebenmission. Auch die Story, die immer im automatisch gebauten Hauptquartier weitererzählt wird, ist arg belanglos. Über 13 Missionen lang spielt ihr ein vertriebenes Volk, das eine neue Heimat sucht und auf diversen Inseltypen in den Geschmacksrichtungen lieblich, sumpfig und karg überwiegend Banditen bekämpft, aber auch auf zwei weitere Völker trifft. Ach ja, eure Vorfahren sucht ihr nebenbei auch noch. Ohne zu spoilern, das Ende der Kampagne ist ein Witz. Die Geschichte wird in solchen Cutscenes weitergesponnen, in denen zwei oder drei Hauptfiguren mit sorgenvollen Mienen am immer gleichen Kartentisch über ihr Schicksal jammern, um dann doch voller Energie weiterzumachen. Die Sprecher sind zwar gut, können die immer gleichen Dialoge aber nicht überstimmen. Und ich würde wirklich gerne verschwinden, bevor sie mit Verstärkung zurückkommt. Aber hey, jetzt im Multiplayer, da drehen die neuen Siedler doch bestimmt voll auf und alles wird gut, oder? Nein. Hier gibt's zwar PvP und Koop mit 2, 4 oder 8 Spielern in je 2 Teams und auf 13 Maps. Ihr könnt fehlende Spieler durch KI-Bots ersetzen, aber nicht in eurem eigenen Team. Ohne einen anderen Spieler könnt ihr Solo also nur einer gegen einen spielen oder eben die Solo-Kampagne. Ach ja, Schwierigkeitsgrade für die KI-Spieler gibt's auch nicht. Auch die drei spielbaren Völker Dajorn, Maru und Ellari unterscheiden sich nur durch ihre Gebäudeoptik, die Spezialeinheit und in Details. Es gibt keine unterschiedlichen Bauwerke oder Strategien. Abseits der klassischen PvE- und PvP-Partien gibt es dann noch einen sogenannten Extremmodus, der alle paar Tage neue Aufgaben für einen, zwei oder vier Spieler auffährt. Dann müsst ihr zum Beispiel Feindwellen abwehren oder in einer bestimmten Zeit gewinnen. Dafür kassiert ihr Erfahrungspunkte und Reliktfragmente, dazu kommen wir gleich noch. Vorher müssen wir noch ein rätselhaftes Kuriosum beim Multiplayer bzw. den Skirmish-Optionen ansprechen. Ihr könnt nämlich nicht direkt auswählen, auf welcher Map ihr eigentlich spielen wollt, sondern bekommt eine zufällig ausgewählte Karte vorgesetzt. Falls ihr bestimmte Maps nicht mögt, müsst ihr sie vorher umständlich in den Einstellungen deaktivieren. Viel schlimmer sind aber die technischen Probleme, vor allem im Multiplayer. Denn selbst nach dem Hotfix vom 22. Februar hatten wir immer wieder Verbindungsabbrüche, oft schon während der Spielersuche oder nach ein paar Sekunden Spielzeit. Dann geht nichts mehr, die Partie bricht ab. Bei einem Spiel, in dem sich eine Multiplayer-Partie eigentlich über Stunden hinziehen kann, ist das natürlich ein No-Go. Auch Fehlermeldungen wie 0030017, 0030018 und 0030020 sind da echt nicht zielführend. Immerhin stürzt das Spiel seit dem Hotfix seltener ab als direkt nach Release, auch unter DirectX 12 gibt es nur noch selten solche Fehlermeldungen. Trotzdem darf sowas bei einem 60-Euro-Spiel nicht passieren. Aber hey, dafür funktioniert der Echtgeld-Shop. Wir finden es zwar ein Unding, für 60 Euro ein so mäßiges Spiel mit technischen Problemen abzuliefern und dann noch im Echtgeld-Shop zwischen 5 und 50 Euro Credits-Pakete für optischen Schnickschnack und Reliktbelohnungsbooster aufzurufen. Aber wenigstens gibt's für echtes Geld keine spielerischen Vorteile, sondern ihr schaltet schneller Deko-Zeug wie besondere Grenzsteine, goldene Abwehrtürme oder Lockvogelattrappen im Vogelscheuchen-Look frei. Das geht zwar auch über sehr viele erspielte Reliktsteine, aber wer zu viel Geld übrig hat, bitteschön. Unser Fazit? Das neue Siedler ist ein echter Blender. Denn hinter der schönen Fassade stecken viel zu simple Mechaniken. Neue Allianzen ist zwar keine Vollkatastrophe, aber auch echt kein gutes Spiel, weder als Echtzeitstrategie noch als Aufbauspiel. Klar, streckenweise macht das vor sich hinsiedeln durchaus Spaß, vor allem für Einsteiger. Aber wir haben auch viel Leerlauf erlebt, weil wir mangels Priorisierungsmöglichkeiten auf Waren oder Baumaterial warten mussten. Umso unverständlicher, dass es keine Zeitbeschleunigung gibt. Ja, noch nicht mal Schwierigkeitsgrade. Man durchschaut schnell, wie leicht sich die KI aushebeln lässt und dass viele Gebäude nur da sind, weil man sie halt aus Gewohnheit baut. Das gilt vor allem für die Nahrungskette. Und spätestens mit den technischen Problemen im Multiplayer reißt das neue Siedler ein, was die Serie sich einst aufgebaut hat. Nach der sehr langen und oft problemreichen Entwicklungszeit ist jedenfalls ein Spiel herausgekommen, das die ganze Aufregung letztlich nicht wert war und damit auch den großen Hoffnungen nicht gerecht wird, die der Name Die Siedler immer noch auslösen kann.